Zum einen ist dieser Naturgarten für uns ganz besonders wichtig, weil er im Bereich des Ganztages für Entspannung und Ruhe sorgen soll. Er soll entschleunigen, er soll unsere Jugendlichen in erster Linie, aber natürlich auch unsere Kollegen stärken. Dann soll das eben auch ein Zeichen für Nachhaltigkeit sein. Nicht zuletzt hören wir die lauten Schreie des Krieges, der Gewalt und des Terrors in der ganzen Welt. Angesichts dieser vielen lauten Schreie müssen wir, glaube ich, immer wieder neu lernen, den leisen, mahnenden Stimme der Nächstenliebe, der Liebe zuzuhören. Wir haben das Glück, dass diese Stimmen in dieser Schule sind. Und symbolisch dafür haben wir zum einen hier mit Esther Bergerano, das ist die Marienschulbühne, hatten wir Esther Bergerano hier auf der Bühne, Mitglied des Mädchenorchesters in Auschwitz, in dem furchtbarsten Lager, was sich Menschen nur erdenken können. Und Esther war hier und hat ihre Botschaft kundgetan und tritt eben ein dafür, dass man in Frieden zusammen lebt, sich die Hände reicht und nicht aufeinander schießt. Anne Frank-Kastanie konnte nur durch die Unterstützung der Bürgerstiftung dann eben auch angeschafft werden. Die Erzkreissparkasse Holzkirchen fördern sehr gerne im Rahmen unserer Möglichkeiten unsere Schulen, aber auch allgemein bürgerliches Engagement, Sport und Kultur hier bei uns im Kreis Holzkirchen. Auch das ist Sparkasse. Wir arbeiten hier, wir wohnen hier, viele von uns sind hier zur Schule gegangen. Wir verdienen als Sparkasse unser Geld hier, das sei dazu gesagt, aber wir geben den Großteil davon auch hier wieder aus.